Hey, willkommen zurück. Heute soll es darum gehen, wie du ein Sofort-Date, ein Instant-Date einleitest und das dann erfolgreich gestaltest. Also Thema Instant-Date, ein wichtiges Thema, denn das sollte dein Ziel sein, wenn du Frauen wo auch immer in beliebige Situationen kennenlernst, und zwar mit ihr ein Instant-Date zu verbringen. Was ist so ein Instant-Date? Instant-Date oder auch Sofort-Date genannt, kann einfach bedeuten, dass du mit ihr spontan einen Kaffee trinken gehst, kann aber auch sein, dass ihr euch ans Seeufer setzt und Wasser oder ein Bier trinkt. Kann aber auch bedeuten, dass ihr einfach noch einen gewissen Zeitraum unterwegs seid, gemeinsam. Das ist sozusagen eine Definition oder die Definition von Sofort-Date oder Instant-Dates. Und warum ist das Ganze jetzt so wichtig? Du musst halt verstehen, dass, obwohl es eine coole Sache ist, Frauen im Alter kennenzulernen, viele Frauen überfordert sind mit der Situation. Gerade wenn du ihnen gefällst. Ne? Gerade wenn du ihnen gefällst, kann es sein, dass die überfordert sind mit der Situation. Die hatten die Situation noch nie, wissen nicht, wie sie reagieren sollen oder haben vielleicht auch einen schlechten Tag. Und jetzt ist es so, wenn du 5 Minuten mit ihr sprichst, und angenommen, wir tauschen dann die Nummern, im Sinne von, hey, wir könnten es nochmal wiedersehen, wir tauschen mal Nummern, dann ist es alles schön und gut. Nur das Problem ist, dass die Frau sich danach vielleicht denkt, oh mein Gott, was ist hier gerade passiert? Wer ist diese Person? Der hat mich einfach auf der Straße angesprochen. Sie hat keine Verbindung zu dir, weil du halt nur 5 Minuten mit ihr gesprochen hast. Und diese fehlende Verbindung, obwohl vielleicht Anziehung da war, sorgt dann dafür oder resultiert dann darin, dass das Ganze eben nicht weitergeht und an der Stelle dann unter Umständen endet, obwohl sie dich eigentlich ganz attraktiv gefunden hat. Das heißt, das Instant Date gibt uns die Möglichkeit, eine Vertrauensbasis aufzubauen mit der anderen Person, eine Vertrauensbasis zu schaffen. So wie jede Beziehung zu anderen Menschen einfach Zeit braucht, um sich aufzubauen, weil man sich einander gewöhnen muss, weil man ja Vertrauen in den anderen legen muss oder dem anderen vertrauen muss, und das dauert bei manchen Leuten länger, bei manchen Leuten weniger lang. Genauso ist es hier. Und du hast hier halt nicht die Möglichkeit zu sagen, gut, ich mache jetzt hier 5 Minuten Unterhaltung mit ihr und dann sehe ich sie ja sowieso auf der nächsten Party oder im Büro wieder. Denn wahrscheinlich siehst du sie dort nicht wieder. Du hast sie auf der Straße gesehen, du hast sie zufällig gesehen, und je größer die Stadt ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass du sie wieder siehst. Deswegen ist es so wichtig, dass du so ein Sofort-Date machst oder versuchst, so ein Sofort-Date zu machen. Und deswegen auch eine der Fragen, die du gerne im Gespräch am Anfang stellen kannst: Was machst du denn gerade? Was machst du gerade? Oder wohin bist du gerade auf dem Weg? Je nachdem, wo du die Frau halt kennenlernst. Na, und dann kannst du schon mal aussortieren und gucken, okay, ist sie gerade sehr in Eile, muss sie zum Bewerbungsgespräch in 5 Minuten oder hat sie einfach Zeit, weil sie ein bisschen am Shoppen ist, 2 Stunden lang, und dann sich mit ihrer Freundin trifft. Und dann kannst du es besser einschätzen. Das Ganze gilt übrigens auch für den Club, also auch wenn du im Club eine Frau kennenlernst. Und da gilt es vielleicht noch viel, viel mehr, denn Club ist so eine Umgebung, Anziehung baut sich da schnell auf. Das ist eine Anziehungsumgebung, aber es ist absolut keine Vertrauensumgebung. Also ich habe schon oft gehabt, dass zwischen mir und Frauen, die ich im Club kennengelernt habe, einfach große Anziehung geherrscht hat. Wir Nummern getauscht haben, gesagt haben, ja cool, wir treffen uns nochmal wieder, wir ja, mögen uns, gefallen uns. Und dann ist daraus nichts geworden, weil das Vertrauen gefehlt hat. Und der Club macht das noch viel komplizierter. Das heißt, wenn du im Club die Möglichkeit hast, die Frau vielleicht von ihren Freundinnen so ein bisschen zu isolieren, ein bisschen alleine Zeit mit ihr zu verbringen, ein bisschen mit ihr zu kommunizieren, zu reden, dann kann das einen langen Weg gehen dahin, dass du sie auch wirklich danach wiedersehen willst. Also im Club noch mal wichtiger als auf der Straße. Aber wie leitet man jetzt so ein Instant-Date, so ein Sofort-Date ein? Das ist eine Frage, die ich immer wieder bekomme, und ich spreche immer wieder mit meinen Coaching-Teilnehmern drüber. Dabei ist das relativ einfach. Du musst in all diesen Belangen, was Frauen angeht, was diese ganze Thematik angeht, nicht unglaublich kompliziert denken. Also es reicht schon, wenn du einfach sagst, hey, ich fand unser Gespräch war cool, wenn du Lust hast, lass uns doch noch 5 Minuten da hinten einen Kaffee trinken gehen. Da gibt es einen guten Kaffee oder was auch immer. Was du an dieser Stelle einbauen kannst, aber nicht musst, sind solche Begriffe wie, lass uns doch 5 Minuten, lass uns doch kurz, lass uns 2 Minuten einen Kaffee trinken gehen. Weil diese Begriffe helfen dir dabei, beziehungsweise helfen ihr dabei, das Ganze in einen Rahmen einzuordnen. Weißt du, sie kann sich dann nämlich sagen, okay, wir sind jetzt 5 Minuten unterwegs. Das ist eine kurze Zeit, das ist in Ordnung, und wenn es mir nicht gefällt, dann ist es ja auch in 5 Minuten vorbei. Das heißt, du nimmst ihr alle Ängste, die sie theoretisch haben könnte, denn wenn du jetzt sagst, ja, lass mal den Rest des Tages miteinander verbringen, dann ist es halt so, wow, ich kenne ihn also seit 5 Minuten erst. Ich weiß gar nicht, ob es unangenehm werden würde, den Rest des Tages mit ihm zu verbringen. Aber 5 Minuten Kaffee trinken gehen, gut,
ist ja nicht so das Riesending, danach kann man sich ja auch verabschieden. Das bedeutet nicht, dass ihr jetzt 5 Minuten Kaffee trinken gehen müsst, bedeutet nicht, dass du auf deine Uhr gucken musst und sagen musst, oh mein Gott, die 5 Minuten sind rum, jetzt müssen wir uns aber wieder trennen. Nein, du kannst natürlich dann so viel Zeit mit ihr verbringen, wie du möchtest, wie sie möchte und wie ihr beide auch Zeit habt. Aber dieses Instant Date wird dich wirklich sehr weit bringen und wenn du gerade in der Situation bist, dass du vielleicht, wenn du Frauen ansprichst, das immer so ein bisschen unsicher ist und da wird nichts draus und es verläuft im Sande, dann lass dir von mir gesagt sein, das kenne ich auch, das ist nichts Unnatürliches, gerade wenn das in dieser Alltagssituation kommt, wo das einfach ein bisschen, ja, strange ist. Es ist einfach so. Aber wie gesagt, mit diesem Instant Date kannst du dagegen arbeiten. Und zwar enorm dagegen arbeiten. Und ich erlebe das auch. Ich kenne das auch, dass ich mich mit Frauen gut verstehe, aber dann nichts daraus wird, weil ich nur kurz Zeit mit ihr verbracht habe. Das ist wirklich ein großes Problem. Und Instant Date kann dir da enorm weiterhelfen. Und wie gesagt, es muss auch nicht unglaublich kompliziert sein. Ja, du musst einfach nur, nimm sie einfach irgendwo mit hin oder verbring einfach noch ein bisschen mehr Zeit mit ihr. Das muss nichts Komplexes sein. Du musst dir jetzt nicht die Mega-Date-Idee einfallen lassen. Kaffee um die Ecke reicht. Gerade eine Fanta holen beim Laden oder Red Bull oder was auch immer du dir einfallen lässt oder ein Brötchen reicht. Das ist absolut irrelevant. Ja, ein kurzes Stück zusammen gehen, kurz irgendwo hinsetzen, alles vollkommen in Ordnung. Weil in diesem Moment wird das Ganze auch relativ normal. Denn was macht man auch viel auf ersten Dates oder viele Leute Kaffee trinken gehen beispielsweise. Das machen relativ viele Leute zum Mal kennenlernen. Das heißt, in dem Moment, wo du zum Beispiel mit ihr einen Kaffee trinken gehst, in dieser Alltagssituation, wirkt das Ganze gleich wie eine ganz normale Date-Situation. Nicht so, als hättest du sie irgendwie auf der Straße angesprochen und sie denkt sich, oh mein Gott, das ist mir noch nie passiert, sondern sie denkt sich, ah, ich war mit dem Kaffee trinken. Das habe ich schon öfter gemacht. Oder das kenne ich von meinen Freundinnen. Und je jünger die Frauen sind, desto wichtiger sind all diese Aspekte. Weil je jünger die sind, desto unsicherer sind die in den meisten Fällen und desto problematischer ist das alles. Desto wichtiger wird das. Und deswegen Instant Date, Sofort Date, ganz, ganz wichtige Sache. Und ich hoffe, du hast jetzt verstanden, wie wichtig das A ist. Und wie du das einleiten kannst. Wenn du es nicht verstanden hast, schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich lese das dann. Andere Leute kommentieren natürlich auch immer relativ viel, geben dir da vielleicht hilfreiche Tipps. Schön, dass du dabei warst. Hier ist den Channel, wenn noch nicht gemacht. Unter mir kannst du dich für einen neuen Coaching-Platz im nächsten Jahr bewerben. Die sind jetzt frei. Und hier unten kommst du zu einem Video mit weiteren Tipps für deinen Erfolg mit Frauen. Unbedingt vorbeischauen. Und dann sehen wir uns übermorgen wieder. Bis dahin. Ciao.